Am Wort ist der Abgeordnete Rupert Doppler. Bitte, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, Herr Staatssekretär, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, Normengesetz 2016, zu viele Normen erschweren die Arbeit eines jeden Betriebes. Das Normengesetz soll auf aktuelle Gegebenheiten angepasst werden und auf neue Beine gestellt werden. Ein sehr richtiger Ansatz. Konkretes Aufsichtsrat im Wirtschaftsministerium, Normung nur noch auf Antrag, haben wir schon gehört. Für Streitigkeiten in Normungsangelegenheiten wird eine Schlichtungsstelle eingerichtet. Auch ein richtiger Ansatz. Das Gesetz sieht einen erleichterten Zugang zu Normen und zur Mitarbeit im Normungsinstitut für KMUs vor, auch wichtig. Der zuständige Minister hat hier auf die Kritik positiv reagiert, was Beiträge betroffen hat. Ziel muss es sein, in Zukunft, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier einen kostenlosen Zugang zu den verbindlichen Normen herzustellen. Herzlichen Dank.